Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Astronomieschule Oliver Debus. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie man die Koordinaten eines Himmelsobjektes von der drehbaren Sternkarte ablesen kann. Auf der drehbaren Sternkarte sind ja Sterne, hellere Sterne, dunklere Sterne, aber auch einige Deep-Sky-Objekte wie Kugelsternhaufen, hellere Galaxien und besonders schöne Gasnebel zu sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein ganz bestimmtes Objekt von der drehbaren Sternkarte ablesen wollen, um es im Teleskop einzustellen, dann nutzen wir bei dieser drehbaren Sternkarte den Planetenzeiger. Und ich will jetzt mal die Koordinaten des Sternes Arctur im Bootes bestimmen. Was mache ich? Ich drehe den Planetenzeiger so lange, bis diese rote Linie, diese Achse auf dem Arctur zu liegen kommt. Dann sehe ich einige Zahlen entlang dieser Achse, das ist die Deklinationsachse, kann diese Zahl ablesen, das sind hier etwa plus 20 Grad nördlicher Breite, also nördlich vom Himmelsäquator. Und hier unten an der Rektaszensionslinie kann ich dann die entsprechende Rektaszension ablesen. Und das sind 14 Stunden und etwa 20 Minuten. Auf diese Weise kann ich also mit dem Planetenzeiger Koordinaten vom entsprechenden Objekt einfach bestimmen. Wenn ich nun zum Beispiel so eine drehbare Sternkarte habe, wo kein Planetenzeiger da ist, dann benutze ich einfach hier diese Verbindungslinie zwischen dem Südpunkt und dem Nordpunkt, dem Polarstern, das ist der sogenannte Meridian, und mache hier genau das Gleiche, dass ich mir jetzt hier den Arcturus suche, diesen Meridian auf den Arcturus einstelle. Hier kann ich dann wieder ganz einfach die Deklination ablesen und hier unten dann die Rektaszension. Das war's wieder von mir. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos weiterempfehlen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Video, Ihr Oliver Debus.